In diesem Video. Und jetzt müsste. Jetzt ist nur noch der eine da hinten. Okay, alles klar. Komm mal her, mein Freund. Hast du das nicht mitgekriegt, wie ich deine Freunde verkloppt hab? Anscheinend hat es dich nicht mal gejuckt. Was für ein geiler Typ du bist. Freunde, herzlich willkommen wieder zu Zelda Breath of the Wild. Wir haben ein Schleimgelee gerade erhalten. Das ist ein Schleimtropfen, der so aussieht wie eine kleine Version der Kreatur, von dem er stammt. Er ist instabil und kann auch verschiedene Elemente beeinflusst werden. Ich bin tatsächlich mit, Lol. Ach du Scheiße, ich habe keine Waffe wieder. Ja, warte kurz, ich muss mal kurz die Waffe wechseln. Nehmen wir mal einfach mal an der Stelle den Bockblindstab. Ach, den Bockblindstab, sag ich schon. Den Knochen davon. Was ich eigentlich sagen wollte, ich war eigentlich auf dem Weg zu dieser Truhe, bis mir eingefallen ist, dass ich noch was anderes kleine kroken möchte. Ich bin also dementsprechend gleich wieder da. Und zwar habe ich hier bei diesem Waldstück tatsächlich noch einen Krog vergessen. Genau den wollte ich nämlich holen. Hallöchen, mein lieber Kleiner. Das war eigentlich die Aufgabe, die ich jetzt machen wollte. Alles andere war eigentlich schon gelöst. Jetzt ist die Frage, warum ist da ein Baumstamm mit einer Lücke drin? Das ist ja meistens der Fall, dass dann da auch irgendwie so ein Krog drin versteckt wäre, aber... Ach, na schön, geil. Ich wollte eigentlich den anderen Modus haben. So. Ach verdammt, den kann man ja nicht heben. Also kann man den auch nicht da hochwerfen, wa? Nee, ich glaube tatsächlich an der Stelle nicht. Nee. Gut. Dann hat sich das erledigt, aber dann weiß ich immer noch nicht, warum da oben in der Krone so gesehen so eine Aushöhlung ist. Wir haben auf jeden Fall eine Eiche gefunden. Diese Baumfrüchte liegen oft im Wald herum auf dem Boden. Eichhörnchen sammeln sie mit Vorliebe ein. Geröstet füllt sie ein wenig mehr Herzen auf. Ich habe auch mitgekriegt, viele Texte, die hier so im Spiel mit drin sind, die für die ganzen Früchte und sonstige Ernten sind, die sind relativ wichtig. Die sollte ich nicht beachten, denn wie ihr mir auch geschrieben habt, können verschiedene Gerichte damit gekocht werden. Natürlich verraten sie uns jetzt nicht direkt, welche Gerichte es sind, aber mit bestimmten Gerichten können wir halt sehr gut Dinge herstellen, die uns weiterhelfen. So, und noch eine Sache, die anscheinend gerade meckern wollte. Ah, danke, lass mal los, bitte. Ist nämlich dieser Krog hier an der Stelle. Mir wurde doch... Ich hab in den Kommentaren gelesen, dass ich erst manche Krogs einsammeln kann, wenn ich außerhalb vom Plateau bin. Also dementsprechend schon meine Fähigkeit besitze, hier von diesem Plateau runterzukommen. Aber ich konnte ja eben doch dieses... Wie sag mal dazu, diesen Krog hier einsammeln. Manche Sachen werden freigeschalten, das weiß ich ja. Hier zum Beispiel die ganzen Totenköpfe, die werden freigeschaltet, sobald ich runter bin. Das habe ich auch schon mitgekriegt, das habt ihr oben hier schon gesagt, das ist sehr gut zu wissen. Aber die Krogs kann ich doch vorher sammeln anscheinend, also... Oder ich hab's ein bisschen falsch interpretiert oder falsch gelesen, aber ich glaube, das war so geschrieben. Und über das Lagerfeuer habt ihr mir auch gesagt, hier kann ich schon Sachen kochen und. Oh, und hier ist der alte Mann. Hallöchen. Was ist denn? Ich bin gerade erst eingeschlafen. Was machst du da? Ich hatte schon bei meiner Jagd kein Glück. Jetzt lass mich wenigstens in Ruhe schlafen. Nirgendwo kann man so gut Zeit totschlagen wie am Lagerfeuer. Sag, bist du hungrig? Du kannst dir gerne etwas im Topf zubereiten. Um Feuer unter den Topf zu machen, nimm etwas Brennbares und zünde es an. Alles klar. Okay. Wenn du das möchtest, können wir das gerne machen. Oh, man kann sogar... Ah ja, stimmt. Man kann am Lagerfeuer auch seine Zeit verstreichen lassen. Gut. Ich würde mal sagen, wir versuchen das einmal. Mit der Fackel. Ach, upsala, falsche Waffe. Dankeschön. Ich hoffe, ich werde damit niemanden ärgern. So, sehr schön.
Und L kann ich zünden. Junge, L. Ich kann den Topf nicht zünden, warum? Hups. Sorry, sorry. Ich muss doch gucken, wie ich am besten das hier alles anzünde. Nein, der lässt sich das nicht anzünden hier. Was da los? Lol, ich hab das Feuer so angezündet. Ich glaube, das sollte nicht passieren. Ja, gut. Und ich glaube, kochen tue ich denn, wenn ich jetzt im Inventar reingehe. Pass auf. In die Hand. Aha, Pilzspieße. In diesem simplen Gericht lenkt nichts vom herben Eigengeschmack der Pilze ab. Dank der vielen Farben ist das Auge mit. Überprüfe Rezepte und Zutaten, indem du gekochte Gerichte in der Tasche auswählst. Was? Kann ich irgendwas mit den Sachen anrichten? Safe, oder? Was passiert eigentlich, wenn ich irgendwas zusammenmische? Ey, ganz ehrlich, Apfel und Pilz passt absolut gar nicht. Obst mit Pilzen. What? Unkonventionelles Gericht, bei dem die Süße des Obsts einen spannenden Kontrast zum Aroma der Pilze bildet. Okay, wenn ich jetzt weiter koche, dann werde ich noch die nächsten 5 Stunden hier verbringen. Wir gehen lieber weiter, lol. Ist ja geil. Und hier ist noch ein anderer Pilz. Der Schleichling, wundersamer Pilz, der im Dunkeln leuchtet. Als Kochzutat steigern die Wirkstoffe im Hut die Konzentration, sodass man sich lautlos fortbewegen kann. Vielleicht macht das Sinn, die auch zu kochen. Nein, ich lasse das kochen. Das wird sonst einfach nur zu stundenlangen Kochen-Sessions führen. Das wollen wir ja auch nicht. So, aber da wir jetzt endlich mal ein bisschen mehr Zeit haben, gehen wir mal in zur Zitadelle der Zeit, würde ich sagen. Die sich ja hier befindet in der Nähe. Naja, nee, nicht, aber ihr seht schon, hier ist er. Das ist unser, sagen wir mal so, unser nächster Zielort. Also, let's go. So, Leute, ihr müsst mir mal auch dann mal schreiben, ob es, wie wichtig euch das ist, mit den, so, wie wichtig euch das ist mit dem Kochen, ob wir irgendwie alle Zutaten machen sollen oder was auch immer, könnt ihr mir ja gerne mal reinschreiben, weil ich weiß halt tatsächlich auch gar nichts dazu. Also Kochen wurde mir auch nicht gesagt, dass es zu den regulären 100% gehören würde. Denke ich mal auch nicht, dass es zu 100% gehört, weil du kannst so viel machen, dass es schon einfach viel zu viel wäre an der Stelle. Aber wer weiß, vielleicht gehört ja da irgendwas mit zu und vielleicht ist es gar nicht mehr so uninteressant. Oh, geil. So, mein Freund. Knicket mit Pappkarten hier. Hat der einen Bogen vielleicht nur gedroppt? Aber ich glaube nicht, ne? Der droppt eigentlich keinen Bogen. Nee. Ja, aber wie gesagt, das könnt ihr mir gerne mal schreiben, wie ihr das seht. Weil ich will ja natürlich mit euch zusammen das Spiel hier erleben. Was bisher natürlich bei mir das Erkunden am meisten Spaß macht, muss ich ehrlich gestehen. Weil, na gut, es ist auch klar, ne? 100% Jäger, die mögen das schon gerne. Knifflier. Und ich würde mal, glaube ich, erstmal eine neue Waffe ausrüsten. Wie wär's? Wieso habe ich eine Route mitgenommen? Ich weiß, ihr könnt die Route auch eigentlich wegschmeißen. Machen wir auch. Ganz ehrlich, was sollen wir mit einer Route? So, Route ist ja absolut Müll. Wegwerfen. Wir haben ja schon den Bockblin-Stab. Oder Bockstock. Der ist ja jetzt auch nicht ganz berauschend, aber auf jeden Fall besser als die blöde Route. Und wir finden eine Hylia-Hose. Traditionelle Bekleidung in Hyrule. Der Stoff schmiegt sich weich um die Beine und ist gleichzeitig widerstandsfähig genug für Reisen. Aber leider keine vernünftige Rüstung für das Schneegebiet. Na gut, auf jeden Fall ist es besser. Ja, an der Stelle nehmen wir natürlich mit. Aber dennoch nicht allzu gut. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Dass wir hier auch den Stempel gleich wieder wegnehmen.
Ja, dann sind wir, wie gesagt, hier hinten sehen wir auch noch einen Schrein, aber der... Ah ja, ihr habt mir auch noch einen Tipp zu den Schreinen geschickt. Jetzt weiß ich wieder, was ich gucken wollte. Und zwar, wenn ich mir einen Schrein nähere, wenn ich alle Items habe, soll da noch ein Symbol drüber leuchten. Aber ich habe tatsächlich jetzt hier, wenn ich es richtig sehe, keine Symbole drüber. Das heißt, da müsste ja dann noch eine Truhe drin sein, oder nicht? Vor allem aber, wo ist denn, ihr hört denn das hin? Seht ihr das? Ach, das ist bestimmt der da ganz hinten. Ah, da sehe ich's. Da ist eine Kiste hinter, wenn wir jetzt darauf hin. Alles klärchen. So, Schrein des Lebens. Weiß ich jetzt nicht, ob der auch sowas haben wird, aber ich denke mal schon. Da haben wir es auf jeden Fall nicht. Okay, die Kisten kann man nicht zerstören. Die sind wahrscheinlich einfach zu robust. Die sind nicht mit Beton oder Stahl gefüllt. Eins vom Bein. Deswegen können wir die nie öffnen. So, aber jetzt sind wir bei der Zitadelle der Zeit. Wie gesagt, da wollte ich schon die ganze Zeit hin, weil die echt interessant aussah vom Weiten. Und ich gespannt bin, was hier drin so abgeht. Sieht auf jeden Fall so aus, als wären wir noch unschöne Begegnungen haben. Hier an der Stelle. So, und nach meiner Markierung habe ich auch hier noch eine Truhe. Oder auch nicht. Aber eigentlich glaube ich, dass das Einzige, was eine Truhe hätte sein können, hier dieses Schwert dort in der Mitte sein können. Hier da. Das Schwert hätte das nur sein können. Weil was anderes sehe ich ja tatsächlich nicht. Ah, doch, ich sehe was. Ja, das ist, glaube ich, gut. Man sagt, es ist eindeutig. Was passiert? Man schmeißt das Ding einfach 5 Kilometer weit weg. Man kann es auch ablegen an der Stelle. Weil ich glaube, das öffnet hier diese Tor. Jetzt ist die Frage, wo können wir hin am besten, damit wir nicht gleich mit explodieren. Und bleibt die Bombe ewig? Sieht so aus. Oh, und da haben wir bestimmt eine wunderbare kleine Truhe drin mit einem Opal. Okay, die haben wir jetzt schon oft genug gesehen. Aber sehr gut. Wie gesagt, auf solche Risse muss ich ja jetzt auch öfter achten. Nicht, dass ich irgendwo wieder vorbeilaufe. Wir kennen's ja. Aber schön, wie alt es hier aussieht. Oh, guck mal, wir haben Besuch. Und ich glaube, ich müsste erstmal einen neuen Bogen ausrüsten. Weil ich will jetzt tatsächlich seine Aufmerksamkeit direkt zu mir lenken. Geil. Feierst mein Freund. Also den Move brauchst du nicht nochmal tätigen. Danke für den Bockstock. Geil. Ja, also wie gesagt, ist hier drin noch mehr? Nee, scheint ein relativ leerer Raum zu sein. Hier gibt es nur ganz viele Krüge, aber ja doch, die kann man zerstören. Das war meine Frage. So, und da der Bockstock sowieso relativ egal ist, machen wir einfach mal alles auf hier. Holzpfeile, geil, kann man immer gut gebrauchen. So, eine Truhe mit einem Reisebogen, ein kleiner Bogen, wie ihn Reisende zur Selbstverteidigung mit sich führen. Ich glaube, den hatten wir aber schon mal. Von einem anderen Gegner, glaube ich. Aber irgendwo hier soll noch eins sein. Kann natürlich sein, dass das hier irgendwo oben drauf ist, wo ich natürlich jetzt noch nicht zu 100% hochkomme, weil meine Ausdauer noch nicht allzu berauschend ist. Aber ich glaube, wenn wir ein bisschen weiter oben sind, dann können wir uns zumindest gut einen Ausblick geben, wo die vielleicht sein könnte, die Truhe. So, ein Stück. Komm, bitte lass es ausreichen. Okay, okay, wir sind oben. No risk, no fun, würde ich sagen. Alter, hier ist ja alles zerbrochen. Ein Glück, dass das nicht kaputt geht. Und wenn, dann sehe ich das hier oben schon, dass da eine Truhe ist. Yes, sehr geil.
mit einem Soldatenbogen. Oh, der klingt sehr gut. Ein mächtiger Bogen, der im Krieg eingesetzt wird. Er ist aus Holz, also pass in der Nähe von Feuer auf, dass er nicht verbrennt. Dafür ist meine Tasche zu voll. Dein Ernst jetzt? Ja, okay. Dann lass uns mal hier eins wieder rauslöschen. Dann nehmen wir einfach mal einen der 500 Bögen. So, jetzt nehmen wir ihn aber mit. Sehr geil. Cool, cool, cool. So, und wenn ich noch recht sehe, ist hier tatsächlich auch noch ein Krog versteckt. Wo genau kann ich leider noch nicht ersichten. Möchte aber auch, by the way, nicht runterfallen. Wie gesagt, wir haben immer noch nicht den Gleiter, weil ich ein bisschen abgedriftet bin von der eigentlichen Stage, wo ich hin will. Eigentlich will ich, oder soll ich ja die Schreine machen. Um auch den Gleiter zu bekommen, damit ich mir ein bisschen besser fortbewegen kann. Geschweige auch mal retten kann, falls ich wirklich mal runterfalle. Aber tja, ihr kennt mich. Ich bin risikoreich und risikobereit, auch zu erkunden, ohne sich selbst zu schützen. Was absolut... Schildschlitten! Halte dein Schild vor dich gedrückt und dann drücke mit XA und so. Kannst du bitte loslassen? Dankeschön. Ich habe absolut überlebt, aber keine Ahnung wie. Gut, vielleicht brauche ich doch den Gleiter. Holy. So, aber hier ist er doch irgendwo, der kleine Frechdachs. Vielleicht ist es wieder irgendwas auf dem Boden, was ich nicht sehen kann. Ich mach mal kurz das Magnetmodul raus. Obwohl ich vielleicht dadurch irgendwie was Neues erkenne. Aber auch das scheint mir keinen weiteren Weg zu zeigen. Zu einem Krog. Ey, Link, danke. Du musst nicht an alles hochklettern, was du siehst. Oh. Was ist denn, wenn der da ganz oben ist? Oh, der könnte auch da ganz oben sein. Tja, das ist jetzt eine gute Frage, denn der kann überall hier sein. Und vielleicht muss ich... Oh, what? Es gibt eine Leiter nach oben, Leute. Ich wollte gerade sagen, vielleicht muss ich mir erstmal deutlicher umgucken. Aber ein Glück gibt es eine Leiter. Weil ohne Leiter wäre echt... echt doof aus. Dann hätte ich wieder den schweren Weg nach oben gehen müssen. Und das wollte ich jetzt nicht unbedingt. Um nochmal zu gucken, ob da vielleicht doch der Krog versteckt ist. Aber ich kann dir nicht sagen, wo der sein soll. Nee. Das scheint nicht da in den Zwischenräumen irgendwo zu liegen. Gut, nee, dann würde ich sagen, müssen wir mal weiterschauen, was wir noch so alles finden können. Ist ja, wie gesagt, hier ganz schön groß alles. Und lässt sich bestimmt nur was Schöneres finden. Oh, lol. Lol, Leute, guck mal da oben. Das habe ich jetzt eben gerade erst gesehen. Ja, ich bin nochmal überall rumgeklettert, weil ich dachte, irgendwo muss da jeweils sein. Ich bin halt, wenn ich 100% mache, ne, dann will ich halt auch jede Sache erkunden. Und tatsächlich ist hier was. Ist ja gar nicht schwer versteckt oder so. Nee. Easy, Krog. Easy. Ja, danke. Geil. Das war der Krog, den ich gesucht habe. Nice. Mehr wollte ich gar nicht. So, nun heißt es hier durch den Birkenwald. Denn hier gibt es tatsächlich auch noch ein paar Sachen. Wir gehen jetzt in Richtung des Schreins dort hinten, den wir markiert haben. Aber zuallererst würde ich halt auch nochmal kurz hier in diesem kleinen Abteil nochmal schauen, was das noch so gibt. Finden werden wir hier, glaube ich, den Boss nicht, weil der ist ja jetzt für später markiert. Das weiß ich ja jetzt auch, ne? Hier würde dann irgendwann was erscheinen. Oh. Wait. Was ist denn das da oben? Lol, ist das ein Riesenpilz?
Ein Spurtling. Dieser Pilz ist oft an schroffen und isolierten Orten wie Steilabhängen oder Höhlendecken zu finden. Als Kochzutat erhöht es die Geschwindigkeit. Dauerhaft oder nur anteilmäßig? Also dauerhaft wäre schon geil. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir den Bogenschützen da wegbekommen. Headshot. Nice. Und die anderen haben es nicht mal mitbekommen. Wir nähern uns mal ran. Wir pirschen uns mal ein bisschen vor. Glaubt ihr den Traffic von hier hinten? Fuck. Hat er mir gesehen? Er hat mir gesehen, ne? Oh shit. Oh shit! Ja. Ach verdammt. Ich wollte eigentlich... Ja, danke. Genau das wollte ich. Ja. Dankeschön. Ich liebe es, wenn die Waffen kaputt gehen, ne? Habe ich das schon mal erwähnt? Und jetzt ist nur noch der eine da hinten. Okay, alles klar. Komm mal her, mein Freund. Hast du das nicht mitgekriegt, wie ich deine Freunde verkloppt habe? Anscheinend hat es dich nicht mal gejuckt. Was für ein geiler Typ du bist. GG an der Stelle. So, da hinten sprengen wir aber auch gleich auf. Also, so wie aussieht, ist hier bestimmt noch... Oh, einmal Grillwild. Hatten wir eigentlich aber schon mal Grillwild. Deswegen wundert es mich, warum mit mir nochmal angezeigt wird. Aber hey. Warum nicht? Aber wir bekommen hier einen Wurfspeer. Eine besonders effiziente Wurfwaffe lässt sich dank ihrer speziellen Gewichtung deutlich weiter werfen als gewöhnliche Lanzen. Müssen wir wieder Platz freischaffen, natürlich. Das ist doch wieder einmal wunderbar. So, wo sind sie? Da, warte mal, wir können eigentlich auch den Bockblind-Knibbel weghauen. Und holen uns lieber hier nochmal den Wurfspeer. So, den Bogen lassen wir auch da. Und jetzt will ich wissen, was sich hier hinter versteckt. Mein Freund, zeig mal her hier. Geil. Würdest du den mal kurz wieder auf... Nimm den auf. Sag mal. Dankeschön. Er reicht, er ist ja offen zumindest. Diese Bienen. Und eine Truhe. Mit Bombenpfeilen. 5 Pfeile mit Sprengstoffspitze, die für den Kampf gegen Monster erfunden wurden. Bei einem Aufprall verursachen sie weitläufigen Schaden. Kann ich zittern? Oh Gott! Ich kann die aber nicht killen, oder? Oh mein Gott. Kann ich die killen? Okay, lol. Ausdauerhonig. Honig direkt vom Bienenstock ist besonders nährhaft, wenn man ihn zur Verfeinerung von Gerichten verwendet, verleiht er ihnen praktischen Effekt, der Ausdauer steigert. Alles klärchen. Das hört sich ja schon mal gut an. Was bist du hier hinten? Hyrule-Pilz. Wow, alles klar. Ja, haben wir die Bentruhen hier tatsächlich auch mitgenommen. Da wollte ich jetzt keinen Abstecher machen, eigentlich, aber hey, wenn wir schon hier sind, ne? Da hinten soll irgendwo... Oh Gott, wie kommt man da hin? Der Schrein sein. Ich wette mal hinter diesem Gebirge. Da müsste der dann sein. Oder oben drauf. Nein, bitte nicht klettern, danke. Ach da! Ach du meine Güte, wie komme ich denn da hin? Ja, das ist eine gute Frage, ne? Ich sehe auf jeden Fall ein Haus, aber dieses Haus werden wir uns beim nächsten Mal anschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne eine Bewertung da. Um nichts zu verpassen, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.